Wir hatten eine sehr gute Sitzung unserer Bundestagsfraktion. Wir haben uns über das Wahlergebnis unterhalten. Wir werden das Wahlergebnis auch tiefer analysieren. Wir haben aber auch klar betont, dass wir einen Regierungsauftrag haben, den wir annehmen. Und wir werden jetzt zwischen CDU und CSU die Punkte besprechen, die für uns die wichtigen Punkte sind, mit denen wir in die Gespräche mit den anderen Parteien hineingehen. Wir haben die gemeinsame Fraktion wieder beschlossen zwischen CDU und CSU. Und es war alles sehr harmonisch. Und ich freue mich, dass ich als Fraktionsvorsitzender von 3/4 der Kolleginnen und Kollegen in meinem Amt bestätigt wurde. Und vor allem freue ich mich auf eine gute Zusammenarbeit mit meinem Freund Alexander Dobrindt. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben eine gemeinsame Fraktion, CDU und CSU. Die Parteivorsitzenden haben heute die Vereinbarung unterschrieben. Ich bin froh, dass wir in dieser gemeinsamen Fraktion zusammen auch die Erkenntnis haben, dass es zwischen den beiden Parteien CDU und CSU inhaltlich eine Diskussion geben muss und wird, bevor wir mit anderen Parteien sprechen. Das ist wichtig, weil es auch aus dem Ergebnis einer Bundestagswahl durchaus inhaltliche Diskussionen geben darf. Und die werden wir zwischen unseren beiden Parteien führen. Ich freue mich, dass Volker Kauder, mein Freund Volker Kauder, der Vorsitzende der gemeinsamen Fraktion ist. Und wir wissen, dass wir gemeinsam viel Verantwortung haben, wenn es jetzt darum geht, einen Weg zu finden, eine Regierung zu bilden. Das ist eine Verantwortung, die übrigens nicht nur bei uns, sondern bei allen anderen auch liegt, dass sich da eine Fraktion und eine Partei komplett verweigert, gar nicht wegen Inhaltsfragen, sondern rein aus einem strategischen Kalkül heraus, kann ich und ich glaube auch viele Kolleginnen und Kollegen nicht nachvollziehen. Dankeschön an Volker Kauder für das gute Miteinander in der Vergangenheit. Und es gibt viele gemeinsame Anknüpfungspunkte für die jetzige kommende gute Zusammenarbeit.